Hallo, liebe Hungrige. Die traditionelle Lieblingspasta der Amerikaner gibt es heute in neuem Gewand, sozusagen als Mac and Cheese Cheesecake. Schmeckt lecker, sieht auch appetitlich aus, kann nicht nur warm, sondern auch kalt gegessen werden, eignet sich also als Mittagessen, kommt aber auch auf Partys gut. Wir brauchen dafür natürlich Pasta, Macaroni-Chips oder Hörnchen oder die sogenannten Ellenbogen-Macaroni bieten sich dafür an. Wir brauchen Pizzatomaten, etwas Zucker, Milch, Butter, frisches Basilikum, Semmelbrösel bzw. Paniermehl und, wenn wir alles mal schwungvoll um 180 Grad drehen, Frischkäse, Eier, geriebenen Käse, bei mir ist es Cheddar, darf aber auch eine andere Sorte sein, und Ricotta. Optional auch noch etwas Salz und Pfeffer. Eine Springform, optimal mit einem Durchmesser von 24 cm, am Rand einfetten und den Boden mit Backpapier auslegen. Und vorsichtshalber habe ich den Rand ringsherum außen mit etwas Alufolie abgedichtet. Nun geben wir zur flüssigen Butter die Semmelbrösel, vermischen dabei das gründlich miteinander, geben die Mischung dann auf den Springformboden, verteilen sie, einfach so ein bisschen hin und her schütteln und drücken die Mischung dann als Boden an. Könnt ihr mit den Händen machen. Besser geht's, wenn ihr ein Glas mit einem glatten Boden habt, dann verwendet das zum Andrücken. Dann kommt die Form in den Backofen und dort wird der Boden für 10 Minuten bei 175 Grad Umluft gebacken. Die Pizzatomaten in ein Sieb geben und abtropfen lassen. Dann bringen wir ausreichend Salzwasser zum Kochen, geben die Pasta hinein und kochen diese darin, allerdings 3 Minuten weniger als auf der Packungsanleitung angegeben, denn sie wird ja später nochmal gebacken. Danach vom Herd nehmen und abgießen. Die abgezupften Basilikumblättchen werden gehackt und dann geben wir in eine Schüssel zum Frischkäse den geriebenen Käse und ebenso den Ricotta, verrühren dann alle drei Käsesorten und können nun, wenn wir möchten, auch noch mit ein bisschen Salz und Pfeffer würzen, verrühren dann alles kurz mit den Schneebesen des Rührgeräts, geben nun die Eier mit hinein, gießen die Milch dazu, ergänzen mit dem gehackten Basilikum und schütten auch den Zucker mit hinein. Anschließend wieder mittels Rührgerät alles zu einer glatten Masse verarbeiten. In eine Schüssel geben wir jetzt zur abgegossenen Pasta die abgetropften Tomaten, vermengen beides miteinander, schütten dann die Käsecreme mit hinein und rühren alles gründlich durch. Und damit ist die Füllung nun fertig. Wir geben sie in die Springform auf den gebackenen Boden, verteilen die Füllung gleichmäßig, streichen sie glatt mit dem Teigschaber oder einem Löffel und geben die Form jetzt wieder in den Backofen, und zwar für 45 Minuten, allerdings jetzt bei einer Temperatur von 135 Grad Umluft. Nach Ablauf der Zeit den Herd ausschalten, aber die Form für weitere 45 Minuten darin stehen lassen. Dann herausnehmen, ungefähr für eine Viertelstunde abkühlen lassen und dann den Springformrand lösen. Das geht ganz problemlos und nun sehen wir dieses appetitliche Stück in seiner vollen Pracht. Jetzt darf auch gegessen werden. Wer möchte, vielleicht mit ein bisschen Tomate oder Basilikum noch dekorieren. Wie gesagt, schmeckt nicht nur warm, sondern auch kalt und es werden ja wirklich einige davon satt. Auch deswegen eben Party geeignet. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls ihr allerdings lieber Mac and Cheese in der herkömmlichen Variante oder Mac and Cheese Pancakes zubereiten möchtet, dann schaut doch einfach mal in diese Videos hinein. Und falls noch nicht geschehen, ich freue mich natürlich sehr über euer Abo. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.